Als die Leute sahen, wie dieser Mann mit seinem Rudel von 6 Schäferhunden ohne Leine spazieren ging, staunten sie über den blinden Gehorsam, den die Hunde an den Tag legten. Einige dachten sogar, der Mann würde die Hunde misshandeln, um sie gefügig zu machen. Aber als sie schließlich sein Geheimnis entdeckten, waren sie schockiert und erstaunt zugleich. Als die Leute Augusto de Oliveira zum ersten Mal auf den Straßen von Hyannis in Massachusetts sahen, waren sie wie vom Donner gerührt. Das war ein Mann, Anfang 20, der mit einer großen Gruppe deutscher Schäferhunde spazieren ging, die eng aneinander gekuschelt waren. Von Anfang an konnte jeder sehen, dass die Hunde wie eine Einheit zusammenarbeiteten und einen unglaublichen Zusammenhalt und Disziplin zeigten. Und in der Mitte stand Augusto, ihr stolzer Besitzer, der sich eindeutig als Anführer dieses Rudels geehrt fühlte. Diese unglaubliche Zurschaustellung von roher Kraft gepaart mit totaler Unterwerfung war atemberaubend und zog natürlich die Blicke vieler Schaulustiger auf sich, sodass die Leute mehr Fragen als Antworten hatten. Je mehr sie versuchten herauszufinden, wie Augusto dieses Ergebnis erreichte, desto verdächtiger wurde die Situation. Viele Leute besaßen auch Hunde, aber keiner von ihnen hatte sie jemals so trainieren können. Selbst anderen Hundetrainern und Tierexperten fiel es schwer zu verstehen, wie sich diese Hunde unter so ungewöhnlichen Bedingungen so gleichmäßig bewegen konnten. Und als ein Schaulustiger es wagte, ein wenig näher an das Rudel heranzugehen, entdeckte er etwas Unglaubliches, aber dennoch Außergewöhnliches. Keiner der deutschen Schäferhunde trug eine Leine. Dennoch bewegten sich alle so, als wären sie durch ein Geschirr miteinander verbunden, wie es bei Schlittenhundengespannen üblich ist. Es war, als ob unsichtbare Seile sie zusammenhielten. Jeder Hund kannte seinen Platz und richtete sich nach den Kommandos. Die Hunde hatten die Disziplin eines Armeezuges. Es gab auch nie Raufereien, bei denen einer versuchte, seine Dominanz über einen anderen durchzusetzen. Und keiner der deutschen Schäferhunde schenkte anderen Hunden Beachtung. Sie ignorierten das Bellen anderer hinter Zäunen oder an der Leine ihrer Besitzer völlig. Sie konzentrierten sich auf ihr Rudel und ihren Anführer. Die Leute starrten Augusto und seine Hunde bei ihren täglichen Spaziergängen durch die Straßen und Parks von Hyannis mit Ehrfurcht an. Manche waren so beeindruckt von diesem außergewöhnlichen Verhalten, dass sie oft darum baten, ein Foto machen zu dürfen. Mit einem einzigen Kommando brachte Augusto die Hunde dazu, abrupt stehen zu bleiben und zu posieren. In dem Moment, in dem die Fans zufrieden waren, pfiff Augusto und die Hunde stellten sich wieder in einer Reihe auf, jeder an seine Position. In kürzester Zeit waren der junge Mann und sein Rudel das Gesprächsthema in der Stadt. Hinter vorgehaltener Hand wurde getuschelt und der Klatsch führte bald zu der Annahme, dass etwas Unheimliches im Gange war. Einige Nachbarn und Schaulustige waren in der Tat sehr misstrauisch. Gesellschaftlich war Augusto unbeholfen. Nur wenige Menschen besuchten sein Haus und er sah aus, als hätte er keine menschlichen Freunde. Abends verbrachten selbsternannte Ermittler Stunden vor seiner Wohnung, spähten durch die Vorhänge und lauschten auf jeden Hinweis, der erklären könnte, wie ein so sanftmütiger Mann all diese wilden Hunde dazu brachte, so zu gehorchen. Sie vermuteten, dass er sie misshandelte, um sie gefügig zu machen. Einer dieser Nachbarinnen war eine neugierige Dame, die ihr Leben der Rettung von streunenden Tieren gewidmet hatte. Sie war davon überzeugt, dass Augusto Elektroschock-Halsbänder benutzte. Dieselbe Frau ging in der Nachbarschaft herum, um Unterstützung für eine Petition zu sammeln. Sie wollte, dass sich die Behörden einschalten und gegen diesen sogenannten missbräuchlichen Hundebesitzer ermitteln. Augusto hätte all die Zweifel wahrscheinlich selbst zerstreuen können, wenn er seine Trainingsmethoden klar erklärt hätte. Aber immer wenn er danach gefragt wurde, blieb er sehr verschwiegen. Unwissentlich trug dieser Widerwille zu den Verdächtigungen bei. Er gab höchstens preis, dass es ihn viel Hingabe und Geduld gekostet hatte, und um ehrlich zu sein, wusste jeder, dass das stimmte. Es war kein Geheimnis, dass er sein Leben dem Ziel gewidmet hatte, ein erfahrener Hundetrainer zu werden. Augusto war mit deutschen Schäferhunden aufgewachsen, einer Hütehundrasse, die für ihren Mut und ihre Loyalität bekannt ist. Diese Hunde haben einen ausgeprägten Hang dazu, das zu bewachen, was sie für wertvoll halten, und zögern nicht, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um ihre Lieben zu verteidigen. Jeder konnte sehen, dass dieses Hunderudel Augusto mit seinem Leben beschützen würde. Aber diese blinde Loyalität wurde schließlich zu dem Merkmal, das die Polizei dazu veranlasste,
der ausführlichen Anzeige wegen möglicher Tiermisshandlung nachzugehen. In den Augen einiger Leute war es unmöglich, dass diese Hunde einfach nur gehorsam waren. Ihr Besitzer musste finstere Foltermethoden angewandt haben. Hätten sich neugierige Nachbarn und uninformierte Bürger die Zeit genommen, ihre Hausaufgaben zu machen, hätte dieses Eindringen in die Privatsphäre leicht vermieden werden können. Obwohl Augusto sich ein Leben in Massachusetts aufgebaut hatte, war er in Brasilien aufgewachsen. Als Junge war er von deutschen Schäferhunden umgeben und zeigte sofort großes Interesse am Verhalten von Tieren. Er verbrachte Stunden mit den Hunden auf einem brasilianischen Bauernhof. Eher zufällig entdeckte er, dass er die natürliche Fähigkeit besaß, ihr Verhalten zu beeinflussen. Als Polizeibeamte seine Wohnung betraten, waren sie verblüfft von dem, was sie sahen. Augusto und seine Hunde führten einen ungewöhnlichen und andersartigen Lebensstil. Es gab keine Anzeichen von Hundehütten oder Zwingern, in denen Griffin, Harmony, Jenna, Priscilla, Hannah und Savannah schliefen. Stattdessen teilten sich die Hunde alle ein Bett mit Augusto. Keine Couch und kein Teppich war für die Tiere tabu. Die Polizei war ratlos und holte sich die Hilfe von Experten, die Augusto einige Tage lang genau beobachteten. Sie nahmen jeder seiner Handlungen unter die Lupe und untersuchten die Wohnung gründlich. Nach ein paar Tagen waren sie mit ihrem Bericht fertig. Die gute Nachricht war, dass die Polizei keine Anzeichen für eine Vernachlässigung oder Misshandlung finden konnte. Ganz im Gegenteil, es waren Tiere, die im Hundehimmel lebten. Obwohl die Polizei und die Tierrettungsdienste die wachsamen Bürgerinnen und Bürger schätzten, die sich um die Interessen der gefährdeten Hunde kümmerten, hatte sich dieser spezielle Fall als völliger Fehlalarm erwiesen. Die Hunde, die Augusto besaß, wurden wie Könige behandelt und erhielten das beste Futter und die bestmögliche Pflege. Ihr Besitzer liebte sie wie seine eigenen Kinder. Obwohl er empört darüber war, dass die Leute so wenig von ihm hielten, fand Augusto einen Silberstreif am Horizont in dieser seltsamen Situation. Schon bald nach der Untersuchung machte er aus seinem Hobby einen lukrativen Beruf. Augusto gründete die Griffin Shepherd Kennels, wo er seine Zeit und seine Bemühungen der Ausbildung von Hunden widmete, die sehr diszipliniert und gehorsam gegenüber ihren Besitzern sein sollten. Viele Hundebesitzer schickten ihre Welpen zu Augusto und bekamen innerhalb weniger Wochen wohlerzogene, voll ausgebildete Hunde, die sich problemlos an kleine Wohnungen oder andere Umgebungen anpassen konnten. Obwohl er alle Rassen trainierte, waren deutsche Schäferhunde seine Spezialität. Dieser talentierte Mann hütete die Geheimnisse seiner Trainingsmethoden streng, war aber bereit zu verraten, dass seine Hunde ihn als Teil des Rudels sahen. Das konnte man nur herausfinden, wenn man viel Zeit miteinander verbrachte. Die Tatsache, dass Augusto seine Hunde zweimal am Tag persönlich fütterte, ihnen erlaubte, mit ihm in seinem Zimmer zu schlafen und ihnen viel Zeit für Bewegung widmete, drängte sie dazu, seine Führung zu akzeptieren. Wenn die Hunde mit der Körpersprache und den Kommandos des Besitzers vertraut sind und ihn als Rudelführer ansehen, führt das zu einer Art von Einigkeit und Disziplin, die immer dann zu sehen war, wenn die Menschen Augusto mit seinen Hunden arbeiten sahen. Augusto kann nicht nur seine eigenen 6 deutschen Schäferhunde ohne Leine durch die Straßen von Hyannis führen, sondern behauptet, dass er bis zu 15 Hunde gleichzeitig ohne Leine führen kann, ohne dass es zu einem Unfall kommt. In letzter Zeit hat er sich sogar in die Straßen von Boston gewagt, wo sich seine Hunde trotz des zusätzlichen Lärms und der völlig anderen Umgebung immer noch äußerst diszipliniert verhielten. Seine Methoden haben ihm einen außergewöhnlichen Ruf eingebracht und ihn seit 2013, als eines dieser Videos viral ging, zu einer Internetsensation gemacht. Hättest du Angst, dich auf einer belebten Straße einem nicht angeleinten deutschen Schäferhund zu nähern? Was hältst du von Augustos Trainingsmethoden? Sag es uns in den Kommentaren unten.